So, willkommen zurück hier bei Let's Play Zelda Twilight Princess. Und in diesem Part setzen wir unsere Reise hier in der Gerudo-Wüste fort. Allerdings zuvor. Was zum. Ist das? Was ist das denn? Wappen. Was ist das? Ich kann es euch sagen. Hier. Nein, nicht da. Hier. Eldin-Brücke. Na? Erinnert ihr euch? Das Teil, das uns fehlte. Wir haben es gefunden. Ich frage mich nur, warum haben sie wieder hier abgesetzt? Tja. Unter dem Ding verbirgt sich noch etwas. Aber dazu später mal mehr. Wir warfen jetzt erstmal das Teil hier weg. Und kommen gleich mit. Und dann sammeln wir ein Herzteil gleich mal ein. Sobald die Brücke hier wieder zusammengefügt ist. Chillig, nicht wahr? Ja, ja. Wenn es halt immer so einfach wäre. So, wenn wir hier runterspringen, sterben wir gleich. Super! Ich bin kurz vorm Abkratzen. Yay! Der Typ mit Analog, fuck, der fuck, der hätte mich fast getroffen. Hätte ich eine 4 einsetzen müssen. Nein, viel wichtiger ist hier, dieser Ort. Ich rüste schon mal die Eisenschießel aus, die wir nämlich gleich brauchen. Denn hier gibt es in der Nähe ein Herzteil. Auch ein Goldinsekt, das wir schon haben. Die Gespenststrecke weiblich da. Oxy, die haben wir jetzt mit dem Sturmbumerang gecheatet, als wir das erste Mal hier waren. Und, oh mein Gott. Ich sterbe gerade. Hier. Wir müssen rein. Hier gibt's ein Herzteil und das nehme ich gleich mit. Ohne große Umschweife. Nice, lauter Pfeile bekommen. Oh no. Und zwar werden wieder Magnetspielchen mit uns gespielt. Yay! Dürfen wir uns bloß von keinem einzigen Gegner treffen lassen. Kennen wir das Spielchen nicht irgendwo her? Oh mein Gott. Stirb. Stirb, alle hier. Ich will doch nur zu meinem Herzteil. Das ist ziemlich weit unten. Wir haben jetzt erstmal so eine Höhle, die einen auf Mine der Kronen macht. Oh, gerade so getroffen. Puh. Boah, ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist hier ein halbes Labyrinth, ey. Stirb! Er ist tot. Gut. 20 Rubine. Alles klar. Alter, haben wir wieder viel Geld, ey. Da unten geht's weiter, oder? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Geht's hier lang? Jetzt auch irgendwo lang. Hier ist eine Sackgasse. Das macht nicht mal Sinn. Ach so. Hier kriege ich ein Grüßungskomitee. Das ist aber nett. Nee, hier gibt's echt nichts. Hier gibt's echt einfach nichts. Das macht nicht mal Sinn. Hier muss ich runter. Wow. Chill. Jetzt die Lampe. Schnell, bevor ich von irgendwo gesnappt werde, ohne es mitzubringen. Hier. Los, sind an. Nice. Und jetzt müssen wir das Herz da haben. Und dann werden unsere Herzen wieder aufgefüllt. Vor allem haben wir dann einen neuen Herzcontainer. Komm. Gib her. Ich war schon Gegner. Nein! Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Da ist das Herz da. Du wachst jetzt nicht, nicht zu töten, stirb! What the fuck? Da verarscht mich das Spiel. Da verarscht mich das Spiel. Hier ist es. Oh mein Gott. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. 11 Herzen, Leute. 11 Herzen. Wir haben's. Wir haben ein neues Herz. Vor dem 4. Dungeon. Nice.
Wir werden es wahrscheinlich nicht so weit schaffen in diesem Part, aber eigentlich habe ich vor, bis zum Dungeon zu kommen in diesem Part. Ich kann jetzt auch einfach direkt wegwarten, aber ich will einfach mal wissen, vielleicht ist hier noch irgendwas auf dem Weg zurück. Aber ich glaube irgendwie nicht. Na los, ziehe ich hin. Nice. Und jetzt, jetzt nackt es auch nicht mit Pfeilen hier. So macht man das, genau. Hier noch irgendwas? Nö, okay. Ah, hier ist hier der Weg zurück. Okay. Dann nach Kakariko, bitte. Lass mir schon wieder viel zu viel Zeit, hey. Weil ich spende jetzt noch was. Die Sonne geht eh gerade unter. Dann werde ich einfach auf warten. Oh. Mama, ist doch nicht weg hier. Ah nein, die verbissen sich alle. Ach kommt, Leute, ich bin's nur. Euer Freund Linky. Linky der Boy. Vor allem als ob ein Wolf. Ich wäre der einzige Wolfartige. Okay, nein, nachts gibt's diese komischen Knochenwölfe. Aber kommt, Leute. Stellt euch nicht so an. Hier, du kriegst noch eine Spende. Jetzt sind auf einmal nur noch 200. Ich schwöre euch, ich habe bis dato nichts mehr eingereicht. Es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Und der ist runter auf 200. Ich habe gerade mal 100 hergegeben und die sind runter auf 200. Das ist immer noch so. What the fuck? Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Das soll jetzt nach halbe Stadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, geil. Damit gehört der scheiß Nobladen in Irish statt uns. Der gehört uns, Leute. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich warf mich jetzt. Ja gut, von hier ist es kein Warf möglich, weil der Typ da steht. Wie geil! Das ist auch eigentlich ganz gut, dass ich das nicht rausgeschnitten habe. Wie geil! Quatsch. Warpen. Ja, geht von hier. Gut, Irish Stadt. Alter Latz! Dann habe ich gleich die Magierüstung. Weil die kaufe ich mir jetzt. Ah, jetzt können wir sie uns leisten. Geil! Jetzt werdet ihr den Maromarkt Hyrule-Stadt kennenlernen. Wo eine Musik spielt, die irgendwie saumäßig beliebt wurde. Warum auch immer. Yachi, wo bist du? Ich muss dir gleich erzählen, dass da jetzt der Maromarkt aufgemacht hat. Hallo Yashi, ich habe hier was für dich. Hier steht auch der Absender. Maromarkt, seid ihr da selbst? Ja. Ich habe es doch gerade selbst erfahren. Und tschüss. Oh Mann. Gut, schauen wir es uns halt mit eigenen Augen an. Hier. Helden hierher, da haben wir es. Endlich, Maromarkt, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten sie alle Arten von Items für Abenteurer. Und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Oh ja. Nichts wie dahin. Ich will jetzt die Magierüstung haben. Die Geldverschwenderrüstung. Denn wie bereits erwähnt, als wir uns die einmal angesehen haben, hat sie folgenden Effekt. Du ziehst sie an und deine Rubine werden in ein Schutzschild verwandelt. Sprich, solange du sie anhast, bist du unverwundbar. Solange du Geld hast. Wenn das Geld aufgebraucht ist, hat sie denselben Effekt wie Eisenstiefel. Man bewegt sich langsamer und schwerer. Man ist nur nicht elektromagnetisch, also. Yo. Läuft. Und hier ist er jetzt. Kannst du immer? Nein, lieber nicht. Denn ich muss das nicht mehr machen. Reinspaziert. Die Kleinpreisheiten von Maromarkt, bekannt in Hyrule-Stadt für ihre legendären Preise. Reinspaziert. Schaut ihr unsere erstklassige Ware in aller Ruhe an. Wie gesagt, hier spielt eine Musik, die saumäßig berühmt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das nur in Japan der Fall ist. Ich will nicht böse sein, aber hört mal auf das Wort Herzinfarkt in dem Lied. Ich finde, wenn man dieses Wort einmal gehört hat, hört man es ständig raus. Kauf es? Ja. Sagt ihr das Gleiche?
Wenn du es kaufen willst, dann kauf es. Verkauf mir auch was, Süßer. Alles klar. Und der Typ, was ist nur aus ihm geworden? Komm, verkauf mir was. Ich kauf was, auch wenn ich es nicht brauche, ich kauf was. Ja, die sind immer die Liebsten. Kauf's dir, kauf's dir. Wenn du was willst, dann kauf's dir. Herzlich willkommen im Mario-Markt Halberstadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% auf Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Mario-Markt, der Kleinpreisheld. Der Freund des einfachen Volkes. Kauf was, tust du mit der von nichts aus. Ja, wenn es halt in Wirklichkeit so wäre. Mario-Markt-Stempel. 100 Rubine? Okay. Oh, aber dann kann ich mir die Magierisfung nicht mehr lassen, wenn ich mir den Stempel kaufe. Das ist wurscht. Die hier hat jetzt erstmal Priorität. Wie wär's hiermit? Passt prima zu dir. Kaufe ich für 598 Rubine. Herzlichen Glückwunsch, das war die letzte Magierisfung, die wir noch auf Lager hatten. Und damit haben wir sie. Solange du sie trägst, verwandelt sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff. Verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebaut, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Damit haben wir es. Damit haben wir es, Leute. Damit haben wir es. Nein, das meine ich gar nicht. Das hier. Das hier. Die sieht geil aus, ich weiß. Aber wie gesagt, sie verbraucht Rubine. Deshalb erstmal weg damit. Bevor meine Rubine hier verpfeffert werden. Wie geil. Wie geil. Jetzt gehe ich schnell zu Agnetha. Und da laufen die sogar mit der Mario-Markt-Tasche rum. Ich werde nicht mehr. Schnell, ich muss zu Agnetha, bevor es Nacht wird und er schließt. Ich will noch den Stempel haben. Agnetha, schnell, ich brauche Geld, damit ich shoppen gehen kann. So. Hier. Nimm die Eintagsfliegen. Ah, jetzt habe ich den Text weggeklickt. Egal. Gib Geld. Schnell. So. Ja, Eintagsfliege weiblich. Frisch aus der Gerudo-Wüste angeliefert. Aber du Eintagsfliege weiblich, bist es wirklich? Ah, ja, Eintagsfliege. Ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Oh, der tat weh. So, 100 Rubine. Genau das, was ich für meinen Stempel brauche. Mein Stempel? Ja, gut. Mein Stempel, okay. Die Gollum-Anspielungen bringe ich so auf, oder? Ja. Aber kenne ich nicht mal, Herr der Ringe. Ich meine, das ist einfach die Deppenstelle, die jeder kennt, oder? Ich denke mir immer wieder, wenn ein Herr der Ringe-Fan das hört, dann... Das ist einfach so, da rollt man als Fan die Augen. Das ist wie wenn du... Keine Ahnung, Zelda-Fan... Was von... einer Ocarina erzählst, und der sich dann so voll cool vorkommt, da denkst du dir ja auch nur so, toll... Du hast nicht mal eine Ahnung, in welchen Spielen alles die Ocarina vorkam, oder? Ja, ja. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? So. Jetzt gib her. Kauf ich. Das war unser letzter. Jawohl. Stempel machen wir. Warum will ich den überhaupt haben? Der ist so potthässlich. Jetzt sind sie... 5 Rubine für 10 Pfeile. 50 Rubine für ein blaues Elixier! Das kostet die Hälfte, Leute! Schaut euch das an, rotes Elixier! 15 Rubine! Hilf bei gebrochenem Herzen! Geil! Frische Punkte hier, ja. Aus eigener Aufzucht! Alter, die sind billig! Billig! Oder kosten zumindest alle 15 Rubine weniger. Aber das ist der einzige Stempel, oder? Und warum ist da ein Bild von Mario? Why? Why? Okay.
Aber so kriege ich wenigstens die paar Zeit voll. Ich will jetzt bloß schauen, wenn ich nochmal reingehe, ob nicht dann Dings auftaucht, neuer Stempel. Aber ich schätze fast nicht. Nee. Okay. Dann war es das hier, obwohl... Nee, komm, mir fehlen 5 Bomben, deswegen kaufe ich jetzt nicht extra welche. Ah, wie geil! Da haben die den Laden hier einfach aufgekauft. Aber für irgendwas brauchte ich noch Geld. Ich weiß nur nicht mehr was. Naja, solange es mir nicht einfällt, kann es mir egal sein. Jetzt kann ich noch im Süden nachschauen, ob vielleicht sogar der Krone mittlerweile mit seiner Arbeit fertig ist und ob da der Zugang offen ist. Das wäre mega. Na los. Schauen wir mal. Einfach durch die Leute durchgerannt. Puh, chillig. So. Mal schauen, wie es hier jetzt zugeht. Aber Alter, da haben wir fast alles. Alter, hier ist offen! Hier ist offen! Der Corona ist fertig. Normalerweise dauert das länger. Ey, gute Arbeit, Kumpel. Ey, ich hab den Rest aus dem Weg geräumt. Wie versprochen. Ich weiß nicht, wohin du willst, aber pass gut auf dich auf. Wie geil. Bin ich, glaube ich, nur sau selten lang gegangen. Aber jetzt haben wir eine Verbindung zum Norden von Firone. Also zu der Ebene halt. Ja. Ja, wie geil ist das denn? Dann warp ich mich mal schnell. Hier hin. In die Gerubewüste direkt rein. Und da, wo erst das Stück von der Aiden-Brücke war, müsste jetzt mehreres zu finden sein. Und das erste, was ich meine, ist eigentlich eine Geisterseele. Okay, die ist noch nicht da. Aber hier ist auch eine Höhle. Und erinnert ihr euch, was Giovanni gesagt hat zu dem Feentau? Das gibt's in der Gerudo-Wüste. Dort, wo irgendwo eine Höhle ist. Und damit meint er die hier. Aber was das genau ist, das zeige ich dann doch lieber später. Außerdem braucht man da die, ja, sagen wir noch, sehr viel mehr an Ausrüstung. Deshalb sollte man das auch meiden fürs Erste. Weil man da eh nicht sehr weit kommt. Also, wer das im Moment betritt, das ist höhenrissig. Das sollte man einfach lassen. So. Sehr schön, dann haben wir hier jetzt auch die Geisterseele. Ja, geil! Wie viele habe ich jetzt dann insgesamt? 34. Geil! In der Wüste habe ich 5. 5 von 11. Also in dieser Höhle dort, ich will noch nicht den genauen Namen nennen, gibt es dann noch 3 weitere, das weiß ich. Das macht dann 8. Würden noch 3 fehlen. Die im Dungeon sind übrigens nicht dazu. Und oh, jetzt habe ich gespoilert, dass es welche im Dungeon gibt. Aber ja auch. Das wird es noch geben. Und da hinten ist eine. Ja. Doch, dann habe ich alle beisammen. Dann habe ich alle beisammen in diesem Gebiet. Und wechsle eben mal wieder zum Menschen. Um auf das Wildschwein aufsteigen zu können. Und dann geht es jetzt hier ab. Post. In das noch nicht erkundete Areal, nämlich das hier. Und boom! Da will ich lang. Sehr schön. Hier ist übrigens auch irgendwo. Genau, der goldene Wolf. Jetzt muss ich mir nur mal schauen. Nee, da ist eine Sackgasse. Okay. Hier ist irgendwie eine Sackgasse. Soll ich glauben? Ja, hier ist eine Sackgasse. Na los, schnell. Mach auf hier. Weil wir haben nicht unendlich viel Zeit. Die Nacht dauert auch nicht ewig. Und ich will jetzt in der Wüste alle Geisterseelen haben, bevor es wieder Tag wird. Um dich kümmere ich mich gleich, mein Freund. Er lässt einen auch nicht durch, ohne ihm eine weitere okkulte Kunst beizubringen. Ach, los! Nein! Den Typen, ja! Nein! Warum? Warum ist er wieder... Jetzt aber! Nice! Und damit haben wir eine weitere Geisterseele. Sehr schön. Okay. Okay. Gut.
Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich dem als Wolf so hier vom Weg laufe. Kann ich mit dem reden? Komm wieder zu mir, wenn du ein Schwert in der Hand hältst. Okay. Tada! Hey, nicht so aggressiv, nur weil ich jetzt menschlich bin. Schon irgendwie witzig, dass er ein Wolf ist. Aber das ist eigentlich noch ein weiteres Indiz eigentlich dafür, dass er so ist wie wir. Also ein Link aus vergangener Zeit. Eben, wenn nicht sogar eben der Link, der Held der Zeit. Sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, das Geheimnis um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lernen will. Oder den Techniken, die ich dich lernen werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du diese auch erlernen? Also gut. Aber sofort zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Ja. Den beherrsche ich wie eine Eins. Take this! Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst mal wieder zu eigen gemacht. Also dann die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen. Die risikoreichste von allen okkulten Künsten, denn die ist nicht ganz ohne. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacken und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lernen, wie ich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide und erwarte deinen Gegner, ohne ihn mit ZL anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner deine Bewegung vorausahnen kann. Ja, unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann, versuch's mal. Das ist cool, aber gefährlich, weil wenn der Gegner schneller ist wie einer im Blankziehen, dann, naja, was das aber. Wie gesagt, nicht anvisieren ist wichtig und das Schwert in der Scheide, das ist auch wichtig. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Das lässt sich so leichtfertig sagen, aber man muss, wie gesagt, aufpassen. Man bedenke Hero-Mode, da kann das in der Tat gefährlich werden. Das Blankziehen haben wir damit erlernt und damit 5 von 7 okkulten Künsten. Nun gibt es noch 2 okkulte Künste, die du lernen musst. Über dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Sehr schön, das gefällt mir hier. Aber wir machen noch ein Stückchen weiter. Ich möchte mich jetzt bis direkt vor den nächsten Dungeon vorarbeiten. Nee, okay, gut. Den einen Wegabzweig habe ich schon erkundet. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Und das ist in der Tat interessant, was jetzt hier kommt. Hier ist jetzt nämlich ein Lager noch vor unserem Ziel. Der Burg in der Wüste, oder auch wenn man es zusammensetzt, ergibt sich daraus der Name des nächsten Dungeons, der Wüstenburg. Und den snipe ich auch nochmal dem Kollegen da oben. Tschüss! Ja, das kann jetzt witzig werden. Wir müssen uns jetzt nämlich hier vorarbeiten. Und hier wird man jetzt versuchen, uns, sagen wir, ein bisschen aufzulauern, deshalb müssen wir hier sackrisch aufpassen. Hier haben wir auch ein paar Pfeile. Das nicht umsonst, wir sollen jetzt nämlich hier durch die Gegend snipen. Nein, warte, das ist anders gedacht. Das ist so gedacht, dass ich hier hochgehe und genau dann die Kollegen von hier aus mir vornehme. Und da oben kann ich so nicht erreichen. Das ist auch scheißegal. Das kriegen wir schon hin. Scheiße. Zack. Am besten ist es, unbemerkt zu bleiben. Dann kriegt man eigentlich am wenigsten Probleme. Ihn hier weg. Ah, scheiße. Ich muss den da oben treffen. Sehr schön. Die Wachen auf den Türmen sind, wie gesagt, die gefährlichsten. Oder nicht unbedingt, wie gesagt, aber ist halt so. Da, den Kollegen können wir auch eine verpassen. So, aufgepasst. Nicht, dass sich hier ums Eck irgendwelche Typen verstecken. Pfeil ist ja gut. Da kann man auch schon reinblicken, aber da ist das Ziel. Wir müssen in die Mitte rein. Ja, auf der Karte kann man immer mehr erkennen, wie es hier aussieht. Ach, daneben. Daneben! Das gibt's nicht. Zweimal. Jetzt aber. Ich muss hier auch nicht sehr viel erkennen. Da ist bestimmt einer ums Eck. Den
habe ich weg. Gesniped den Kollegen hier. Wie gesagt, wenn sie einen entdecken, dann spawnen unendlich viele hintereinander. Oh Gott. Die Typen weg hier. Der schaut in meine Richtung und sieht mich nicht. Alles klar. Gecheat. Ach, noch einer. Der ist aber auch gleich weg. Zack. Und wir hören schon irgendwas. Das ist allerdings kein Goldinsekt, sondern ein Schließi, den wir haben wollen. Ich weiß auch nicht, ob es hier drin überhaupt Tag werden kann. Ich glaube fast nicht. Ah, das war der Kollege, den ich snipen wollte, aber das nicht ging, ne? Ja. So, jetzt sind wir hier. Der hat den Schlüssel. Sack. Und damit haben wir es. Gib her. Nice. Damit können wir jetzt hier weiter. Vorher allerdings nehmen wir uns die Sau hier vor. Yeah, yeah. Und da drin verbirgt sich ein Herzteil. Ja, darauf muss man erstmal kommen, ich weiß. Aber jo, dann haben wir hier eins mehr. Gechillt. Und das ist, da ist sogar eine Truhe, geil. Gib her. Mit 50 Rubinen. Geil. Jetzt haben wir schon wieder so viel Geld. Und jetzt kann es nicht mal mehr loswerden. Heul. Geh da rein. Okay, wir sind eingesperrt. Mit dir allerdings kann ich durchbrechen bis zur Wüstenburg. Allerdings. Du. Und dieses Mal heißt es One-on-One. Spinnst du? Aua! Ey! Ich glaube, du tickst nicht ganz sauber. Ach, das ist sowieso nicht. Take this! Boah! Der macht Schaden. Nicht übel, Kollege. Take this! Ah, scheiße. Und damit ist die erste Fee fort. Alter, wie viel Schaden macht der? Ich habe ihn nicht getroffen mit dem Blankziehen. Stirb! Take this! Schön, wie ich in der Luft schwebe. Scheiße, ich habe eine Fee verbraucht. Aber Alter, wie viel Schaden hat der gemacht? Er macht mit einem Angriff hier Schaden oder was? What the fuck? Muss ich eben mich damit abfinden, dass ich nur eine Fee im Dungeon habe? Hey! So haben wir nicht gewettet. Und so schon mal gleich gar nicht. Ach du Scheiße. Wir müssen hier raus. So, müssen. Ich bin dazu verdammt, in diesem Spiel immer angezündet zu werden. Und seit wann brennen Steinwände? Na, ist egal. Wir müssen hier raus. So viel steht fest. Komm mit. Komm. Durchbrechen hier. Nice. Und damit sind wir raus hier. Und wir sind durch bei der Wüstenburg. Der Eingang zum nächsten Dungeon. Und dafür findet sich eine Geisterseele. Vorerst jedoch, nicht so voreilig, erstmal zurück hier ins Lager. Da ist nämlich auch saumies eine versteckt. Wenn man nämlich hierher zurückkehrt, wo gerade eben noch der Kampf war, dann versteckt sich ja eine dreckige Sau. Denk ja nicht, dass ich mich nicht an dich erinnert hätte. Komm her! Nice! So, jetzt muss ich aber schnell die andere bei der Wüstenburg holen. Am Eingang. Bevor es Tag wird. Sonst habe ich ein Problem. Ich glaube, es wird jeden Moment Tag. Selbst wenn nicht, komm einfach her. Dann habe ich dich weg, meine Liebe. Tschüssikowski! Nice. Und damit haben wir eine weitere. Gut, dann beende ich gleich für diesen Part.
Ich weiß, es war jetzt mal wieder ein bisschen länger. Tut mir leid. Ein bisschen zu lang. Hier können wir jetzt noch was erscheinen lassen. Mann, das ärgert mich, dass ich da jetzt eine Fee verwenden musste. Alter, wie viel Schaden der gemacht hat. The fuck. Hier gibt es jedenfalls noch 50 Rubine. Okay, gechillt. Und im nächsten Part legen wir dann los. Schaut jetzt bloß noch hier unten. Hier unten war ja auch ein bisschen was. Vielleicht versteckt sich hier noch am Eingang was. Jetzt haben wir auch die 30 Minuten voll. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Yoshi. Ich höre Gegnermusik. Okay. Alles klar. Okay, auf der linken Seite war schon mal nix. Schauen wir mal auf der umgekehrten. Auf der anderen. Da versteckt sich allem Anschein nach auch nichts. Nein, Gegner. Nein, 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 nein. Und dann auch noch die Scheißtypen. Stirb. Nee, nee, da gehe ich jetzt lieber hier direkt zu Wüstenburg. Ich bedanke mich fürs Anschauen und alles in diesem Part. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dann wieder dabei, wenn wir die Wüstenburg betreten. Mit Gastkommentator. Also, freut euch schon mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen nächsten Gast. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Zelda Twilight Princess HD. Auf Wiedersehen und ciao.